Meine Damen und Herren, es ist endlich wieder soweit. Wer verlässt die nächste Stadt-Challenge, machen wir jetzt direkt mit Stani. Was geht ab, Leute? Stani auf Stani klappt unterwegs. Yeah, man. Und dem allerechten Fischkopf, Azu dem Ihr. Wow. Agent 1107 Fisch wird mit Intelligenz gewinnen. Oha, er benutzt hier diese Politik, ja? Mal gucken, wie weit die kommen, Jungs und Mädels. Ich werde eh wieder gewinnen. Also lasst auf jeden Fall eine coole Bewertung da. Stani denkt hier, dass er gewinnen wird. Wir werden schauen, wir werden gucken. Ich werde auf jeden Fall versuchen, eine neue Taktik hier anzuwenden, denn Midas hat komplett die ganze Map verändert. Die Zone wird auf jeden Fall nochmal ganz anders zu spüren sein. Ist nicht mehr wie damals, dass man sich 1000 Bandagen geben kann. Nein, denn plötzlich kriegt man einfach so 5er Hits bis 10er Hits. Ihr werdet sehen, worauf ich hinaus will. Lasst eine coole Bewertung da. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Auf dem Weg Richtung Sloppy Swamps. Jungs, wir haben einen vierten Mann einfach bei uns. Ja, Schneefall-Ehre. Ehre, er hat Schneefall-Ehre, Digga. Der ist ein paar Seasons spät dran, Digga. Schnee ist weg. Das Ding ist, ich bin gespannt, was er gleich machen wird. Wird er mit uns kommen? Ich weiß es nicht. Ey, ich stell dich mal vor, er klaut uns unsere Items und sonst was. Da werde ich richtig ausrasten. Wenn er jetzt dazu führt, dass ihr zwei gewinnt, weil er mir irgendwelche Medkits oder so raubt. Dann ist es ein Ehrenmann, aber ansonsten. Digga, was für Ehrenmann. Vor allem, er ist eigentlich voll unschuldig, denkt sich so dabei nichts, denkt sich so, ja, komm, Medkit nehme ich mit und dann boom, klaut mir eigentlich alle guten Items, die ich brauche. Komm, erste Truhe, irgendwie Medkit, Bandigan, irgendwas Tolles. Ja! Nein, Bandigan! Nein, nein, niemals. Wie kann man nur so Glück haben, wie Stani jedes Mal? Habt ihr es gesehen? Nee, wir sehen sowas nicht. Ey, das ist zu dolle, Digga. Okay, Leute, ich werde trotzdem Bandagenproduktion startet, Digga. Er produziert direkt Bandagenproduktion ist Bananenproduktion oder Bandagenproduktion? Bananenproduktion, Digga. Oha. Ehre. Ey, ihr seid so am Hintern. Ihr habt gar keine Chance. Ist bei dir ein Gegner oder was? Nee, ist mir egal. Nein. Sind hier überhaupt Gegner gelandet? Nee, gibt ein, ey, das war Hotdrop gewesen. Das war Hotdrop, Leute. Das war einfach Hotdrop. Die kommen eh zu uns. Ja, Helikopter? Helikopter, okay. Ja, war ich ja. Wisst ihr was? Ich werde die einfach zu euch locken. Bam, 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 bam. Komm schon, ey, mach. Nein, wir sind auch noch in der Zone. Guck mal die Zone wir an, sind Alter. In der guck mal Zone, die Jungs. Zone an. Zone von Midas. Ich gehe jetzt dahin. Ich suche noch eine Bandigan. Meine Bandigan. Ich hoffe, dass das nicht deine war, Digga. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich hoffe, dass das nicht deine war. Habe ich hier irgendwas das Cooles? Das ist meine Bandigan. Was laberst du? Komm schon. Truhe. Und. Oh mein Gott, ich bekomme auch Bandigan. Nein, laber nicht. Dein Ernst, oder? Ich krieg gar nichts. Er hat wirklich Bandigan. Ich hab wirklich Bandigan. Oh mein Gott, ich hab Jungs, Leute, das wird übelst spannend. Das wird unnormal spannend. Ich darf jetzt nicht verrecken. Ich darf wirklich nicht verrecken. Ich überleg gerade irgendwie mein Item. Ich weiß nicht, vielleicht verstecke ich auch meine Bandigan irgendwo. Ja, versteck mal deine Bandigan. Amir, Kompromiss. Ja. Ich geb dir 4 Bandagen, wenn du mir deine Harpune droppst. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, ist okay. Weißt du, was ich halt menschlich gesehen abstoßend finde? Ja, du? Dass er dich abziehen will, Digga. Hinter mir sind Gegner und er lasert mich wieder weg. Sorry, ja, Tfue. Ja, ist sie schon wieder down. Warum lasert er mich denn? Lol, der lasert mich auch. Digga, das ist Tfue. Das ist Solo-Player. Amir, komm, carry uns jetzt. Kannst du doch so gut. Erstmal alle. Digga, er verfolgt mich, Jung. Ja, ich komme. Was ist das für ein Paulberger? Kann mir das jemand erklären? Wo ist der? Ich weiß nicht, wo er ist. Wo ist denn der? Der ist hier unten bei mir irgendwo. Unser Kamerad soll uns helfen. Da ist noch Schild, okay. Der wird hier irgendwo campen, Digga. Der muss hier irgendwo campen. Aber komisch. Leute, das ist ein Stream-Sniper. Kappa. Der ist unten. Warte, ich heil mich. Noch nicht kaputt machen. Der kommt hoch. Bam! Saftiger Hit. Ich hab ihn so einen saftigen Hit gedrückt, ne? Ich verhör den Mann. Verhör ihn, diesen ekligen Tomatenkopf. Aua. Mann, hey. Was passiert hier? Bam! Oh, was sind da? Bandagen! Hast du verhört? Danke. Ja, ja. Danke für die Bandagen. Ey, kannst du mich heilen, Digga? Ach, ich kann eh alles abusen. Also ich werde einfach noch meine Taktik anwenden. Ich hoffe, komm gleich Gegner, wenn ich einfach töten muss. Ja, Mann, und dann heult er rum. Ja, und dann wieder. Du bist doch der immer rumheult. Ich heule rum. Nein. Nein. Alarm, Bandigan. Du hast auch Bandigan, ne? Du laberst doch. Niemals hat Amir auch Bandigan. Niemals. Zeig. Doch. Ey. Leute, alle drei Finalisten hier, alle drei Teilnehmer haben einfach Bandigan. Das kann doch nur spannend werden. Sag mir ehrlich, wer hatte das schon gehabt? Weißt du, was ich noch habe? Eine Harpune. Ey, Jungs, wisst ihr, was das Problem sein wird? Die Zone und unser vierter Kamerad. Der wird sich am Ende denken, warum bleibt ihr in der Zone drin? Weil er schlau ist. Oh, Leute, ich habe eine krasse Taktik, Digga. Was hast du jetzt schon wieder geplant, hä? Sag mir. Ich sag gar nichts, Digga. Guck mal, ich verrate meine Tricks, aber er macht wieder den 31er. Ja, guck mal, ich sag ganz ehrlich, was ich habe. Guck mal. Zeig mal, Bro. Drop mal. Ja, guck. Drop mal, wenn du dich traust. Ah, nein.
Ja, Angsthase. Da kann ich überleben auf dem Boden. Angsthase, einfach Angsthase. Nein, ich bin Tierfreund. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist wunderschön. Und wenn da jetzt irgendwie noch eine Bendigan rauskommt, dann tschüss. Komm schon, komm schon, komm schon! Digga, ich hab so einen krassen Loot, Digga. Brauch ich nicht. Was hast du denn so Tolles? Erzähl mal. Sag ich nicht. Sag ich dir. Leute, bewertet selber dieses Verhalten. Er sagt uns nie immer was. Nie. Immer, ich verrate immer, was ich habe. Also ich hab über, ich sag mal so, ich hab über 30 Bandagen, das kann ich euch verraten. Digga, deine Bandagen werden dir nichts bringen. Über 30 Bandagen, Digga. Ihr wisst, die Zone von Midas hat das ganze Spiel verändert. Es ist nicht mehr so wie damals, dass du hier 1000 Bandagen dir geben kannst. Die Bandagen werden dir nichts bringen, Digga. Sag ich dir jetzt schon mal. Und deshalb. Wenn du das meinst. Ja klar. Guck mal, was er macht. Er angelt da einfach. Er denkt auch, er ist Angler geworden. Oh mein Gott, guck mal, was hier liegt, du kleiner Pisser. Zeig mal. Ja, die Bandagen kannst du bestimmt mitnehmen, gar kein Problem. Ah, brauche ich eigentlich gar nicht, hat recht. Nimm doch mit, die Bandagen, Digga. Mm. Gönn ich dir, SU. Die ja, gönn ich dir komm. Einfach. Fürs Erste, da ich eh keinen Loot hab. Hier, Digga, ich krieg von mir auch noch ein paar Bandagen. Danke, Budi. Ey, Leute, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, dass Stani solche Faxen macht. Hier, ich muss ihn ganz anders jetzt spielen. Ich werde kriegst auch eine Bandage von mir. Du wirst einfach gesniped, oder was? Ich werde angesniped. Ehrenlos. Ehrenmann, Digga, der das macht. Ehrenlos, würde ich sagen. Das Ding ist halt, ich habe halt kein Dings mehr dabei. Also was hast du nicht mehr? Digga, ich muss jetzt, Leute, ich muss jetzt auf Risiko machen. Mir stoppt kein Risiko. Wenn ich das Ding hier gewinnen will, muss ich den hier machen. Was hast du denn wieder, hä? Ich sag euch ehrlich, Leute, ich muss den hier machen. Ey, stellt euch mal vor, ich bekomme jetzt den goldenen Fisch. Goldener Fisch, komm schon, beiß an, wenn du deine Mutter liebst. Ey, das wäre krass. Direkt, Jungs, da müssen wir die Challenge abbrechen und dann irgendwas anderes machen. Win holen. Direkt win. Komm schon, goldener Fisch! Bam! Ey, überleg mal, wie viel wir schon angeln und noch nie den goldenen Fisch bekommen haben, ne? Ich habe halt echt so, Leute, wir angeln die ganze Zeit. Ey, du bist schon aus, wirklich slamt gleich raus, Digga, Alter. Das zählt noch. Hä, das zählt doch nein. Noch. Klar. Ich bin doch bei dem P. Mir. Ja, er hat den Bogen, er ist der Beste. Er hat den Bogen, okay, er ist warte, ich von der Rick gekommen. Halt durch, Amir. Ja, Digga. Halt durch, Amir. Ja, ich hab nur Pumpkin, Digga. Ich komm gleich, Jungs. Der campt da. Ich seh ihn, er hat den Bogen, Digga. Oh, shit, ich hab auch nur Pumpkin, ne? Schade, ich hab nichts. Camp. Jungs, ich komm gleich, ich werd euch helfen. Ich hol euch da raus, wenn ihr an mich glaubt. Ich hab auf ihn geschossen, um ihn abzulenken. Ich kann meine Kameraden doch nicht einfach so alleine lassen. Nicht so wie andere Namen, die ich hier nicht nennen möchte. Aha. Ja. Ja, sollen die dich pushen, Digga? Digga, der Eklige nervt mich mit seiner Sniper. Hat einen Hit. Immerhin. Ein Hit ist auch kein Hit. Komm wieder da oben, Camp, Digga. Komm, können mich einfach mal abhauen? Zwei Hits. Ich brauch unbedingt eine Pump. Der haut ab. Das Ding ist, Digga, wir dürfen nicht mal treffen, sonst haben wir die Muni. Jungs, ich will ja nichts sagen, aber ich werde jetzt rushen gehen. Sollen wir rushen? Da sind zwei Leute. Beide sind weit. Nice. Ich gehe rushen. Doch was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Lol, einer hat sich selbst hochgejagt mit dem Bogen, der Idiot. Nur wir müssen geduldig sein. Ich bin fast runtergefallen, ihr kleinen Affenköpfe. Wo sind die Jungs? Der ist unten hier, der ist hier unter. Okay, ich komme. Hör ihn ab, wenn du willst. Warte. Hör ihn ab. Wo ist der? Wo ist der Paulberger? Oh. Bogen? Der ist hier links drinne. Der ist hier irgendwo. Bam! Easy clap. Wichtig. Digga, wie sich alle ganz den wichtig. Lootgeiern, die oh mein Gott, die Zone ist immer noch bei uns. Jungs, ich habe meine ganzen Items irgendwo versteckt. Irgendwo, ich weiß selber gar nicht mehr wo. Ich habe nicht mal Bandigan bei mir, Jungs. Glaubt ihr mir das? Ich habe nicht mal Bandigan bei mir. So ein Ding ist das. Was soll ich tun? Ich bin echt gespannt, wo die Zone gleich noch sein wird. Ab zu meinem Geheimversteck. Jeder hat so seinen eigenen Bunker, oder was? Ihr kleinen Schweine, komm schon, Zone. Ey, es wäre schon wichtig, wenn die Zone nicht mehr bei uns ist. Ich habe keinen Bock, jetzt gegen Gegner zu fighten. Ohne Witz, Jungs. Es wäre schon wichtig, wenn die Zone bei uns ist. Und die Zone ist bei uns. Wo ist denn eigentlich meine Angel? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, die oh sogar mein Gott. Können echt noch welche herkommen. Benutzt einer von euch gerade die Bandigan? Ja, ich benutze. Ich benutze Bandigan. Ganz, ganz wild, meine Damen und Herren. Ganz, ganz wild an dieser Stelle. Was hast du da gemacht, SU? Was hab ich denn gemacht? Was machst du da, Digga? Was mach ich denn da?
Oh. Was machst du da? Was mache ich denn da? Was machst du denn hier? Der Kief Standard. Nein, er hat hier irgendwas versteckt. Irgendwas hat er hier versteckt. Digga, Esti, was machst du hier für eine Scheiße, was Digga? Was machst du denn ehrlich hier wieder für eine Kacke, hä? Sag was mir. Was willst du von mir, Digga? Mach ich will nichts. Du hast hier irgendwas versteckt. Du hast irgendwas Esti, versteckt. Du hast hier irgendwas versteckt, Digga. 100 pro. Digga. Digga, ich vertrau dir nicht, du Affe. Ich trau dir gar nicht. Er hat hier irgendwas versteckt, Leute. Oh, hier liegen Bandagen und der Bogen rum. Nein, das ist ja, war mir schon klar, dass du das nicht nehmen willst. Okay, Freunde. Unsere ganzen Items haben wir hier erstmal schön verstecken können. Muss man an dieser Stelle erwähnt haben. Stani, kriege ich die One-Shot-Pump? Nimm doch. Stani, du hast meinen ganzen Loot gar nicht genommen, du Affe. Der wollte ich auch nicht. Aber nein, guck mal, ich habe hier alles versteckt. Ich habe schon so Angst bekommen, als du hier lang gegangen bist, ne? Guck mal, wo ich bin. Digga, das ist nicht mehr nein, das zählt natürlich. Zählt. Guck mal, ich bin bei dem P. Ich bin bei dem P von Swamp. Nee, also ich weiß nicht, Leute. Das nein, ist für mich ich, eigentlich schon ich bin bei dem P von Swamp gewesen. Ich finde das eine Abstimmung in den Kommentaren wert. Nein. Ja, das Leute, ich bin bei dem P gewesen. Du bist viel. Ja, natürlich, Digga. Ich bin bei dem P gewesen. Und wo ist jetzt meine Angel? Aus der City raus. Wo ist meine Angel? Ich brauche meine Angel. Da ist sie. Oh Leute, gleich geht's hier los mit hab der Zone. Habe ich da irgendwas noch vergessen mitzunehmen? Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Ich muss schnell nochmal zurück. Ich habe da meinen Loot versteckt. Ich weiß jetzt nicht, was ich mitnehmen soll. Bandagen oder lieber das? Ich glaube, wir werden gar keine Zeit für Bandagen haben, Jungs. So ein Ding ist das. Ich habe so viele Sachen, ne Jungs. Was ich hast auch, du denn so das Tolles, ist hä? Schon insane. Was hast du denn so Tolles? Ja, sag ich dir nicht. Alter, okay, ich habe so viele Fische. Ich gehe jetzt erstmal hier hin, hol mir meine Bandagen. Hat du auch? Oh mein Gott, ich habe wirklich so viele Fische gegangen. Wie viele Fische hast du denn? Ja, Leute, es wird echt knapp. Es wird unnormal knapp. Der Typ denkt sich jetzt auch, hey, was machen wir hier die ganze diese Zeit? Diese Stelle müssen wir jetzt, ja, locker, der denkt sich auch. Denn? Wo treffen wir uns denn? Ja, nirgendwo treffen. Treffen die Stars Ananas, was wir treffen. Ich treffe mich nicht mit euch, Digga. Ich treffe mich doch nicht mit einem Schiff. Leute, das ist doch meine letzte Hoffnung. Wer wird denn hier jetzt von mir genervt? Oh mein Gott. Hier ist noch eine Truhe, hier ist noch eine Truhe. Medkit! Ich bin jetzt gespannt, was der eine Kamerad hier denken wird. Was wird er sich denken, ist die Frage. Okay, ich muss mich jetzt zeigen gleich. Stani ist am Angeln. Vor allem, wir haben gleich... Na, Stani! Ich habe einfach eine Angel mitgenommen. Ja, wohl ich. Ich angel hier schon Jungs, meine Pappdose. Stani, ich tausche einen Slurpfisch gegen einen normalen Fisch. Machst du? Ja, das macht gar keinen Sinn, du Idiot. Warum nicht? Klar macht das Sinn. Okay. Klar macht das Sinn. Klar macht das Sinn. Klar macht das Sinn, warum sollte das keinen warum Sinn machen? Warum macht das Sinn? Das verstehe ich nicht. Ja, ich sag dir gleich warum. Machst du oder machst du nicht? Oh, der Arme, der wird sich jetzt denken, oh, der Arme, oh, wir können nicht mit, wir können nicht mit dem mit, Budi. Guck mal, wie süß der da einfach ist. Er hört uns auch gerade nicht. Lass mal alle einsteigen und dann wieder aussteigen. Guck, er wird alleine. Der Arme. Oh, Mann. Ich stell euch mal vor, er holt den Sieg jetzt. Er denkt ja immer, wir sind so richtige Noobs. Ey, überleg mal, er holt die Win, Digga. Alter, ja, das sag ich ja. Oh mein Gott, Zone macht zu viele Hits. Ah, mir heilt sich schon Digga, fleißig. Digga, warum macht Zone so viele Hits schon? Ja, ah, mir heilt sich schon fleißig. Lol, warum macht Zone so viele Hits? Ja, ich hab doch gesagt, Jungs. Okay, jetzt muss meine Taktik losgehen, Leute. Jetzt muss meine Taktik losgehen. Jetzt geht's los. Ey, Zone macht ja richtig Hits. Zone macht richtig eklig Damage. So, Leute, jetzt werde ich ins Lager gehen. Jetzt gehe ich ins Lager. Er hat ein Lager aufgebaut. Okay, okay. Und Alter, das Lager ist einfach babamäßig. Jetzt wird's eklig, jetzt wird's richtig eklig. Ich muss schnell zu meinem Geheim. Digga, Wecker! Idiot hat meine Fische geklaut. Jetzt schnell zu meinem Geheimversteck. Ich muss jetzt schnell zu meinem Geheimversteck. Wer hat meine Fische geklaut? Schnell. Wer hat meine Fische geklaut? Werden. Bam. Ey. Bam. Schnell. Okay, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich noch mitnehmen? Mach's gut, Amir. Ich kann Medkit nehmen. Sehr gut, Leute. Okay, Medkits sind wichtig, dass man die erstmal durchballert hier, weil Medkits kannst du nachher nicht mehr nehmen. Was macht Stani da hinten? Das gefällt mir gar nicht. Zack, schön erstmal die Medkits durchnehmen. Oh, das wird übelst eklig, das wird übelst eklig. Medkits nehme ich Jungs mehr durch als Essius Mutter. Schade, guck mal, er geht einfach auf Mutter. Leute, bewertet selber dieses eklige Verhalten von Stani. Er geht einfach auf Mutter. Ich hab einen Fisch gewastet, warum? Es wird unnormal knapp. Es wird eklig. Oh Gott. Stani, kannst du mir vielleicht noch ein paar Bandagen geben? Ich muss hier mein Ding alleine durchziehen. Ich muss hier mein Ding wirklich alleine durchziehen. Du bist weil ich auch bin 31er. Heute. Ich sag dir ehrlich, 31er. Was ich hier gerade mache, ist anderes Level schon wieder. Es wird richtig eklig gleich. Was ich hier mache. Wo ist meine Angel? Ich werde den Solo-Win holen. Du wirst nicht den Solo-Win holen. Doch, werde ich. Nein, wirst du nicht.
Jetzt verreckt doch endlich. Den hier, Leute. Joker, jetzt wieder den hier. Alter, das ist so eine krasse Taktik, die ich habe. Wirklich. Nein, das Alter, war's. Das ist eine krasse Taktik, die ich habe. Ihr werdet das war's, das war's für mich. Nein. Das Jungs. War's für SU. SU down. Wichtig. Was ist das für ein Fischgeräusch die ganze Zeit? Wichtig. SU down. Nein. Jungs, wie lange könnt ihr denn noch überleben? Ich kann so lange noch überleben, Digga. Hä? Als ob du so viele Fische noch hast, Digga. Digga, ich hab nicht nur Fische, ich hab eine krasse Taktik mir gesagt. Ich hab eine sehr, sehr krasse Taktik. Ich sag dir, ich kann noch so lange überleben. Als ob du noch so viele Sachen hast bei dir. Wie viel hast du denn noch dabei? Ich hab nichts mehr gleich. Nein! Nein! Als ob ich der Erste bin, der von euch verkackt hat. Digga, ich hab noch so viel. Hä? Dann heil mich, wenn du dich traust. Kann ich nicht, dann bin ich tot. Da geht meine Taktik nicht. Heil mich, Digga. Ich kann dich nicht heilen. Auf Ehre. SU. Heil mich. Ja, kannst du eh nicht. Ja, ich probier's, aber kannst ich hab's nicht. Kannst du eh nicht, kannst du eh nicht mehr. Ey, Ami ist auch gleich tot. Hol noch den epischen Sieg, Digga. Ich mach den epischen Sieg, Digga. Ami ist tot. Du kannst jetzt rausrennen, Shani. Leute, okay, ich geb's zu, Shani hat gewonnen. Und jetzt renn raus. Ich hab Jump-Pads über dir, Digga. Du kannst doch schnell in die Zone. Die Zone ist genau neben dir. Die Zone ist neben dir, Digga. Ja, warte. Pass auf, jetzt. Wo ist Jumphead? Über mir, über rechts, da wo ich verreckt bin, wo meine Karte ist. Genau da oben. Nimm noch einen Fisch. Nimm Jumphead. Und jetzt flieg raus, Digga. Du kannst noch den Zug holen. Ich hol dich noch. Oh, ich muss landen, mein Gott, Digga. Du musst landen. Heil dich. Oh! Nein! Hä, unser Letztplatziert ist noch am Start, oder was? Ja, oh mein Gott. Hol den Sieg, Digga. Ich hätte schaffen können, Digga. Er campt einfach! Niemals! Leute, man muss an dieser Stelle sagen, Stani hat hier fair gewonnen. Wir werden jetzt diese Runde noch zu Ende gucken. Haushoch gewonnen, muss man an dieser Stelle wirklich sagen. Gebe ich zu, ich habe ein paar kleine Fails drin gehabt, aber ist mir egal. Digga, lass mal gucken, ob der gewinnt vielleicht. Ja, der muss gewinnen, Digga. Meine Damen und Herren, Schneefall-Ehre. Das ist ein Deutscher, lass mal ein bisschen mit ihm reden. Ich werde mich mal... Reden wir mit dem. Ja, ich rede jetzt mit dem. Digga, wenn der jetzt hier unseren Sieg noch holt, das wäre geil. Das wäre anders. Länger überleben mit Sieg, unser erster Sieg. Hallo, Schneefall, bist du da? Guck mal, sein Loadout an. Guck mal, was der für ein Equipment hat. Schneefall, rede mit uns. Das ist Loadout, Digga. Ja, hallo. Was geht? Alles gut bei dir? Ja, bei. Ja, bei uns auch. Schaffst du den Sieg zu holen? Vielleicht. Die ganze Menschheit glaubt an dich. Komm schon. Das wäre krass, wenn er den Sieg holt. Okay, Leute, ich habe mich jetzt gemutet. Der hört uns nicht mehr. Ich habe jetzt Push-to-Talk drin. Als ob. Also, ich denke nicht, dass er mich erkannt hat. Der wusste nicht, wer ich bin. Aber ist auch egal, Freunde. Muss man ja auch nicht. Ja, was ist? Ich höre dich. Okay. Addest du mich? Dann können wir noch eine Runde spielen. Danach muss ich leider aufgehen. Ist egal, Adam kennt mich. Oh, er hat Fall Damage bekommen. Leute, er hat Fall Damage bekommen. Er versteckt sich immer noch. Er versteckt sich hinter Baum. Er denkt, er ist Naruto und wurde dann plötzlich von hinten geholt, meine Damen und Herren. Das war's mit dieser Runde. Leider hat Schneefall das nicht gepackt. Stani hat hier gewonnen. Ami ist Zweiter geworden. Ich bin Dritter geworden. GG. Aber kannst du mich adden? GG, Digga. Warte, er wagt, ob ich ihn adden kann. Ja, ich adde dich. Warte. Komm, wir adden den mal. Zack. Geaddet. Bam, bam, bam. Leute, checkt auf jeden Fall Stani ab. Und Ami. Ami ist auf Twitch aktiv. Ansonsten würde ich mal sagen, lasst eine coole Bewertung da, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Tschö.